Die letzten 12 Monate gehörten ganz sicher zu den turbulentesten in der Börsengeschichte. Nach dem schnellsten Crash aller Zeiten folgte eine ebenso schnelle Erholung. Und heute sehen wir vielerorts sogar Allzeithochs an den Börsen. Wird es angesichts dieser Entwicklung nicht so langsam mal Zeit, über eine defensivere Strategie nachzudenken? Fragen dazu an Elmar Bauer, er ist Geschäftsführer der Fundament Capital GmbH. Einen schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Franek. Ja, die Welt sieht aktuell die größte Rezession seit knapp 100 Jahren. Corona sorgt für drastisch fallende Umsätze und Gewinne bei den Unternehmen. Und dennoch stehen die Börsen weit oben, Herr Bauer. Stehen die Börsen vielleicht mittlerweile zu weit oben? Das ist eine sehr gute Frage, Herr Franek, die wir letztendlich auch nicht beantworten können. Es kann noch ein ganzes Stück weitergehen, auch vor allem durch diese ganzen Konjunkturprogramme und auch durch die Unterstützung der Zentralbanken befeuert. Wie Sie alle wissen, Joe Biden als Präsident hat gestern ein neues Konjunkturpaket unterzeichnet. Die EZB hat gestern entschieden, dass sie die Anleihekäufe im zweiten Quartal nochmal beschleunigt. Und es gibt die Vermutung, dass vieles dieser Gelder, die fließen werden in den USA, in die Aktienmärkte fließen. Ob das dann nochmal zu einer Ausweitung führt und zu neuen Höchstständen, das vermögen wir im Augenblick nicht zu sagen. Aber die Zeiten einer Konjunktur oder eines Rücksetzers kommen näher. Vor allem Tech-Aktien konnten in 2020 sehr gut zulegen. Es waren wahre Überflieger im vergangenen Jahr. Zuletzt gab es eher eine Konsolidierung, zumindest bei einigen Werten. Sehen Sie hier jetzt vor diesem Hintergrund weitere Chancen oder ist die Bewertung der Tech-Werte mittlerweile zu hoch? Auch eine sehr gute Frage, was man wissen muss, wie kommen diese Bewertungen zustande? Es ist einfach dieses extreme Niedrigzinsumfeld und diese Tech-Werte, die ja meistens erst Gewinne in vielen, vielen Jahren ausweisen werden und die dann abgezinst werden, haben zu diesen Bewertungen geführt. Zuletzt kam es zu einer gewissen Korrektur, weil auch die Zinsen am langen Ende wieder leicht gestiegen sind und entsprechend Inflationsängste, Zinsängste den Markt etwas beherrscht haben in den letzten Tagen und das hat dann auch gerade bei den Tech-Werten zu etwas Konsolidierung geführt. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie ist die weitere Zinsentwicklung. Die Zentralbanken versuchen natürlich, das einzugrenzen, um auch die Refinanzierung der Staaten günstig zu gestalten. Tech-Sektor ist sicherlich sehr teuer geworden in den letzten 12 Monaten und von dem her muss man sich jeden Titel sehr genau angucken. Ist sicherlich schwer, da gebe ich Ihnen recht, ne? Eine Einschätzung zu wagen. Oftmals ist das Neuland, was wir erleben und dennoch müssen, wollen Sie sich mit Ihrem Total Return Fonds positionieren. Was tun Sie denn da gerade? Ja, zunächst vielen herzlichen Dank allen Investoren für ihr Vertrauen in den Fonds, in den Fundament Total Return. Wir haben zwischenzeitlich ein Fondsvolumen von knapp 20 Millionen erreicht. Also wir sind vor 3 Jahren mit 5 Millionen gestartet, also eine Vervierfachung. Wir sind nun seit 3 Jahren im Markt und haben Höchstnoten, Bestnoten bei Morningstar erreicht. Also vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Die Positionierung des Fonds selbst hat sich unwesentlich geändert. Wir sind weiter sehr defensiv unterwegs, marktneutral. Allerdings haben wir einige dieser Stay-at-Home-Aktien Gewinne mitgenommen in den zurückliegenden Wochen und haben den Fonds in selektiv ein bisschen neu positioniert. Ein bisschen mehr Renewables, mehr Zykliker. Auch das Thema Leisure, Holidays mit ins Portfolio genommen. Von dem her, wir sehen uns gut gerüstet für eventuelle Rücksetzer und von dem her weiterhin die defensive Positionierung des Fonds. Daneben werden Themen wie Nachhaltigkeit oder auch ESG immer wichtiger, zum Teil auch durch den Gesetzgeber vorgegeben, Herr Bauer. Wie gehen Sie dieses Thema im Fonds an? Sehr wichtig, das Thema ESG geworden. Seit dem 10. März gibt es ja die EU-Offenlegungsverordnung, also seit dieser Woche, und jeder Fonds wird kategorisiert. Der Fonds ist in Klasse 6 eingestuft, wonach wir nicht unbedingt auf ESG
uns fokussieren. Allerdings schauen wir schon, dass die bei der Titelauswahl, dass wir da aufpassen, dass entsprechende Kriterien erfüllt werden. Das Thema ESG generell muss man auch sehr differenziert betrachten. Wir haben uns angeguckt, was das bedeutet nach MSCI. Und da gibt es durchaus Diskrepanzen, die wir nicht ganz verstehen können. Eine Volkswagen-Aktie zum Beispiel ist nach den Kriterien nicht investierbar, weil denen immer noch der Dieselskandal nachhängt. Andererseits sind Rüstungskonzerne aus den USA mit Bestnoten bewertet. Und von dem her, man muss sich einfach selektiv genau angucken, was man sich in den Fonds kauft. Aber das Thema wird zunehmend wichtiger und da fließt sehr viel mehr Anlegergeld in das Thema ESG. Abschließend, Herr Bauer, wird der Move hin zu mehr Nachhaltigkeit auch in Ihrem Fonds am Ende des Tages Rendite kosten? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Sehr viele dieser Werte, die extrem gut bei ESG-Themen sind, Stichwort Renewables, die sind schon in 2020 sehr gut gelaufen. Ob jetzt von dem aktuellen Niveau noch viel Potenzial besteht, kann man nicht ganz genau beurteilen. Man muss jeden Wert auch da sich nochmal angucken. Also sehr viel dieser ESG-Themen sind schon gespielt worden, Wasserstoffaktien, Renewables-Aktien, Windkraftaktien. Von dem her, das Upside dürfte begrenzt sein, aber wenn es Rücksetzer gibt, dann muss man einfach eine gewisse Watchlist haben und sich selektiv mit diesen Aktien eindecken. Dann halte ich fest, ich hoffe, ich mache das richtig, Herr Bauer. Defensiver Optimismus ist angesagt bei Ihnen für den Fonds, für die Märkte, für das Jahr 2020. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Herr Franek.